Naja, oder es geht einfach weiter. Ah. Da könnt ihr mal sehen. Das ist jetzt hier unser Buch. Ich will da eigentlich noch nicht drauf drücken. Weil ich nicht weiß, geht es dann sofort weiter hier. Und das möchte ich eigentlich ja vermeiden. Ich will ja die ganze Karte aufdecken. Jetzt kann es natürlich aber auch sein, dass ich versuche, das Ganze zu vermeiden. Und finde gleich auf einmal dann einfach den Ausgang, wo man dann sowieso wieder hingehen muss. Aber dieses Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Weil guckt euch das mal an. Man kann jetzt hier, wie gesagt, draufdrücken. Aber dann hat man das alles hier rundherum noch nicht erkundet. Andererseits finde die verschollene Schriftrolle. Na komm. Verlasse die Gruft. Was ich aber eigentlich noch gar nicht möchte. Aber ja, ich muss es ja auch noch nicht. Oh, Vorsicht. Ja. Hechel. Okay. Jetzt sind die Türen hier auch auf. Oh Leute, was sind das für Karten? Hm? Vor allem guckt euch das an, man muss jetzt, also das hier werde ich mir jetzt noch erkunden, dann hier zurück, da wieder durch, dann das alles, dann... Da kann man ja eigentlich nur hoffen, dass wenn man in die eine Richtung geht, die andere Richtung beziehungsweise dann gleich wieder zusammenführt. Ne, versteht aber, was ich meine, wenn man hier durchgeht, dass man dann auch hier rumkommt. Das ist ja echt ein unnatürlich großer Dungeon sonst. Und ich frage mich immer noch, werden hier auch irgendwelche Endgegner auftauchen in dem Dungeon? Was ich eigentlich mal machen wollte, war ja eigentlich hier drauf drücken und dann mal gucken, ob wir nicht ein bisschen was verwerten können. Ich werde mal den Bogen austauschen gegen diesen. Den Bogen verwerten. Verwerten. Ah, ich hatte mich schon gefragt. die Axt behalte ich. Aber zwei Unterschiede. Ne, das normale Schwert, das ist ein Diamantschwert. Okay, das werden wir auch verwerten. Ich erhalte ein Zauberdingen. Das ist auch interessant zu wissen. Okay, ich werde jetzt kurz überlegen, ob wenn die Hacke angelegt ist, ob man dann vielleicht durch diese Dinger da durchkommt. Okay, dann machen wir so. Wir können den hier jetzt sogar noch verbessern. Machen wir auch. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal gegebenenfalls unseren Bogen hier oben verzaubern. Ich muss mir einmal ganz kurz eine Route aussuchen.
Ich würde es jetzt einfach mal riskieren. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter, dann hier runter und riskiere, dass man gegebenenfalls später irgendwann in die Richtung machen muss. Wie gesagt, ich will den ganzen Dungeon hier aufdecken. Das kann eine Weile dauern. Immer tiefer rein, immer tiefer. So richtig gefährlich ist uns bislang eigentlich fast noch nichts geworden, obwohl diese Horden, die sind nicht ohne. Na, ah, ein Schwein mit der Kiste! Und ich sehe schon kommen, ne? Ich klicke hier tatsächlich wie so ein Wilder drauf. Da guckt euch das an, das ist ein richtig schönes Design für so eine Gruft auch. Gefällt mir. So, was wollte ich sagen? Bis auf diese Gegner-Meuten, so wie das hier. Schön. Ja, okay, hier geht es jetzt natürlich nicht weiter wieder, ne? Zugebaut mit Grasblöcken. Ein unüberwindbares Hindernis. Sich doch, warum wachsen hier Bäume? Und weiter geht die Erkundungstour. Sackgasse! Was ich bis jetzt besonders schön fand, war, dass dann auch zwischendurch wirklich diese Geheimgänge, wo man dann auch immer so einen Hebel ziehen muss oder so was. Echt durchaus vorstellen, wenn man hier den Dungeon spielen möchte und möchte dann eventuell, ich weiß ja nicht, ob es einfach bessere Beute oder auch einen Erfolg gibt, wenn man dann mit mehreren Leuten auf schwer versucht hier zu spielen. Das werde ich mal rausfinden, das werden wir alles noch rausfinden. Lenkt mich diese grüne Farbe total ab. Und ich mag die Rüstung. Das ist ein Wolfskopf, den wir da haben. Nicht, dass ich es gut heiße, dass man aus dem Wolf irgendwie so einen Umhang macht, ne? Aber es sieht halt stylisch aus. Okay, und hier wäre alles abgedeckelt. Es ist auf jeden Fall ein drolliges Spiel. Und ich bin wirklich gespannt, also auch auf die unterschiedlichen Ebenen, wo wir nachher kommen, wie hier Wüste und sowas alles, oder die Minen zum Beispiel, die Redstone-Minen, die wir gesehen haben. Wird alles spannend.
aber auch eine nette Idee mit der TNT-Kiste. Oh, okay. So wie es aussieht, haben wir den Ausgang gefunden. Und haben hier aber noch ein bisschen was dran. Und das werden wir auch definitiv auch noch untersuchen. Aber hier wissen wir jetzt zumindest schon mal, dass wir raus können. So, ich würde mal hingehen und hier so ein paar Sachen nochmal wieder entwerten oder verwerten. Hört er das im Hintergrund? Ich finde ich ein bisschen unfair. Da können wir, glaube ich, immer noch angegriffen werden. Ach, guck mal da. So muss das aussehen. So, wie gesagt, wir wollen den Dungeon hier noch nicht verlassen, sondern wir wollen diesen Dungeon komplett erkunden. Ich frage mich, was das damit auf sich hat. Soll das nur so ein Gimmick sein oder ist das wirklich so, dass man später nochmal irgendwie einen Zauber kriegt oder in der Gruppe so einen Zauber hat, wo man sowas dann auch durchgehen kann. Leicht verwundet. Ich finde es total steil, wie die Pfeile da drin stecken. Unfair. Aha. Ja, todesmutig metzelte unser Held die Gegnermassen nieder. Sie wussten nicht, wie ihn geschah. Ach, guck mal, ich kann sogar mehrere TNT-Kisten am Kappes halten. Das ist ja toll. Ja, maximale Pünktchenanzahl. Das ist es, was wir sehen wollen. Wunderbar. Ja, richtig ausgeplündert hier. Who's next? Du liebes Lieschen. Ich schmeiß dann auch direkt beide. Ich dachte, die sind jetzt der Reihe nach oder so. Levelaufstieg. Verzauberungspunkt verdient. So, und damit wollte ich ja jetzt den Bogen dann mal verzaubern. Damit auch der ein bisschen mächtiger wird.
So, und da haben wir einmal Wachsen, das klingt ja interessant. Unendlichkeit. Gucken wir mal drauf, was das bedeutet. Das Geschoss wird im Fluge größer und verursacht zusätzlichen Schaden bei weit entfernten Gegnern oder bei weiter entfernten Gegnern. Das gefällt mir sehr gut, das klingt sehr interessant. Unendlichkeit. Gewährt dir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sofort nach dem Schuss einen neuen Pfeil. Kann man jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie übel wäre, ne? Die Unendlichkeit. Sofort nach dem Schuss einen neuen Pfeil. Spart natürlich dann auf Dauer auch ein bisschen, ne? Andere gesagt, das Geschoss wird im Flug größer und verursacht zusätzlichen Schaden bei weiter entfernten Gegnern. Ich würde euch ja jetzt fragen, was würdet ihr wählen, aber ich bin ja nicht im Livestream. Ich glaube, ich werde für den das hier. Einfach um sicherzustellen, dass uns auch die Munition nicht so schnell ausgeht. Also das kann nicht schaden, wenn man da mal so ein bisschen... Ich werde auch mal ganz kurz im Inventar gucken. Moment, sieht man da nicht auch irgendwie auch die Pfeile? Ja, leider nicht, ne? Gehen wir einfach mal weiter. Ja, und das ist nämlich genau das, was ich befürchtet hatte eigentlich. Ich dachte, ich habe gehofft, hier geht es jetzt weiter. Aber nein, jetzt muss man den ganzen... Hier erstmal wieder zurück und dann in die Richtung. Ach du... Ja, und ganz nebenbei, ich weiß nicht, ich meine, vielleicht haben wir es. Ach, da sehe ich meine Pfeile. Ich trottel, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Die Minimap. Ne, ich lese. Ja, Map, ja. Warum nicht Minimap? Warum nicht verkleinern? Dann bräuchte ich nicht mal die große aufreißen. Und manchmal ist das ja nur so eine Orientierung, beziehungsweise welcher Gang war das jetzt? War das jetzt der? War das der nächste? So, wir sollen die Gruft verlassen, aber wir wollen die Gruft ja noch nicht verlassen. Wir haben noch ein bisschen was aufzudecken hier. Und wir haben ja auch schon gesehen und gelernt, es kann ja gut möglich sein, dass da tatsächlich nicht einfach nur ein Versteck oder so von irgendwas ist oder irgendein Schatz, sondern dass da richtig Reichtümer noch auf uns warten. Ach ja. Bleib stehen! Oh, was für Wege. Ich stelle mir gerade die ganze Zeit wirklich vor, wie es wohl wäre, wenn man so einen Dungeon hier einfach mal 1:1 nachbauen würde. So. Auch wenn es isometrisch ist, möglichst rechts halten. Und ich habe mich gerade gewundert, oder wundere mich gerade über das hier. In dem Raum bin ich doch gewesen. Will sagen, kann es sein, dass es hier einen Respawn gibt? Normalerweise doch nicht, oder? Also will sagen, dass wenn die Gegner getötet sind, dass sie irgendwann wiederkommen. Naja, zum Glück der aufgedeckte Teil, den kann uns keiner mehr nehmen. Also wir werden den Ausgang nachher relativ einfach wiederfinden. Vor allem wiederfinden, nicht wiederfinden.